In jedem Ballon befindet sich eine Plakette. Doch nur auf insgesamt 3 Stück sind Zahlenkombinationen geschrieben. Mit diesen Zahlen lassen sich die Schlösser an der großen Schatzkiste öffnen. Wer zuerst alle 3 Schlösser knackt und die Kiste öffnen kann, hat gewonnen. Boah, ja. Dieses Mal müssen wir ja echt wieder konzentriert nebeneinander stehen. Nebeneinander. Alles durchgehen. Flüstern. Flüstern, normal reden miteinander. Jetzt müssen wir einfach Gas geben. Jetzt haben wir keine Zeit zum Schwerhöhlen. Das ist das letzte Spiel und ja. Auf geht's in ein hoffentlich tolles Finale. Ja, 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 komm, 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 komm! Was du einen! Du einen! Schwung! Mache! Was ist der Scheiß? Komm, komm, komm! Ist gemein, mein Arsch ist. Schwung! Was schreit? Setz dich gescheit drauf! Nein, das ist ja voll unfair. Ja, komm, komm! Weiter, weiter! 1, 5, 9, 13, 9, 13, 8, 5, 9, 13, 8, 5. Hat sich Louis den Code gemerkt? Kann er das erste Schloss öffnen? Ja! Wir wollen einfach nur noch Platz 1 haben und aus! Das ist alles. Platz 1, wir feiern mit der Crew hoffentlich und. Wir feiern einfach, wir sind siegesicher. Sicher. Wir wollen gewinnen, auf jeden Fall. Ja. Ja. Wir wollen gewinnen, die 2 Busch möchte ich einmal sagen. Ja, jetzt müssen, ja. Jetzt müssen wir einfach Gas geben. Finale im Forsthaus Rampensau. Adriana und Philipp kämpfen gegen Luis und Lev um den Titel Rampensau 2022 sowie 20.000 Euro. Im Spiel Die schnelle Nummer müssen mit dem Hintern Luftballone zerplatzt und mit darin enthaltenen Schlüsselcodes eine Schatzkiste geöffnet werden. Wer schafft das als erstes? Eine schwere Aufgabe. Besonders für Adriana. Ihr Bein gibt plötzlich nach. Sie kämpft zwar weiter, doch wieder nur eine Niete. Helke! Komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt! Helke, du Bastel! Ja, mein scheiß Fuß verknackst! Helke! Was denn jetzt? I'm a survivor. Wirklich eine Achterbahnfahrt der Gefühle, sag ich mal so. Ja, jetzt hopp oder drop. Die taffe Schlagersängerin gibt nicht auf. Das Rennen ist weiterhin offen, denn Louis und Lev haben wenig Glück mit den Plaketten, obwohl ihr Ballonfeld schon fast leer geplatzt ist. Und nun hat auch Adriana einen Code gefunden. Zeit drängt. Spätestens mit dem letzten Ballon werden Adrianas Gegner auch den letzten Code haben. Ich weiß nicht, gut, Stuhl kann nicht.